So Leute, ich bin wieder da. Es ist kein 48-Schiff-Ding, aber wir können damit überall hinreisen. Wie ihr seht, wir haben alle Warp-Reaktoren in dem. Das ist jetzt vielleicht 5 Minuten her, bevor ich die letzte Aufnahme. Also wir nehmen das. Das nehmen wir. Das ist zu gut. Das nehmen wir. Sehr schön. Und wenn jetzt ein besseres kommt, haben wir Pech gehabt, aber. Ich glaube, mit dem müssen wir erstmal leben. So, was kann denn mal weg? Guck mal, das Ding ist. Scheißegal, oder? Kriegplan. Guck, tada. Gut, ich dachte, das dauert viel, 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 viel länger. Ja, wie gesagt, 5 Minuten. Ich habe das Spiel nur kurz neu gestartet, damit vielleicht mehr Schiffe kommen. Dann bin ich aus der Station rausgeflogen. Aus der Station bin ich nochmal kurz. Bin wieder hier, neuen Frachter gerufen und tada. Also es ist wirklich exakt das gleiche Modell. Ja. Jetzt will ich aber trotzdem noch mal kurz zur Station, weil wir jetzt die Sachen wieder umlagern und dann können wir endlich wieder normal spielen. Ja, freue ich mich drauf. Und wir haben alle Reaktoren, das ist echt, das ist schön. Sind zwar nicht verbunden miteinander, könnten natürlich noch verbunden sein, dann könnten wir weiterspringen, aber ich glaube, darüber können wir hinaus wegsehen. Also es ist okay. Jetzt haben wir immer noch 64, okay, es wird nicht reichen. Ich will gar nicht wissen, was für ein Schiff kommt. Ich möchte nicht bereuen, was wir gerade gemacht haben. Nee, 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 nee. So, Station Terminus. Station Terminus. Teleportieren. Dann lagern wir kurz ein. Und dann geht unsere Reise weiter. Wupp, wupp. Okay, ich bin überrascht, wie schnell das jetzt ging. Aber ich bin auch froh, dass wir das Modell haben. Scheiß auf die zwei Plätze. Irgendwann in 80 Jahren können wir uns nochmal umentscheiden, aber so wie es jetzt läuft, kann ich nicht meckern. Vielleicht noch einen richtig hübschen Frachter oder so. Ja, dann sind wir gut dabei. Wir gucken auf jeden Fall in jedem Sonnensystem einmal nach, was für Frachter es gibt, wie hübsch die aussehen und dann nehmen wir uns sonst einen mit. So, pass auf, Iridium, Nickel, Aluminium, Kupfer. So, was haben wir hier? Ist es blau gewesen? Ist blau, glaube ich, ne? Ja. Okay. Ja. Und Gold brauchen wir ein bisschen mehr, ne? Gold ist ja wirklich, das ist ja. Ah, so viel Tamium. Das freut mich. Oh, Plutonium. Oha, Plutonium ist aber sehr rar gesät jetzt. Unser Inventar. So, Omegon. Ich werde auch mal hier. Ach komm, das. Obwohl. Mal, das haben wir doch schon. Ah ja, haben wir schon hier drin. Okay, gut. Guck mal hier, zack. Hier haben wir auch noch Platz. Hier können wir noch ein bisschen Eisen reintun. So, was haben wir jetzt noch im Schiff? Sachen, die wir brauchen. Okay.
Ah, sehr schön. Was haben wir denn sonst noch hier? Okay. Schilde und maximalen Warp-Reaktor. Der Hammer. Ordentlich Schaden, ja. Können Sie auch mal eine Schlacht dann anschließen. Das wäre natürlich nice. So. Also langsam sind wir ein bisschen bodenständig. Was heißt ein bisschen? Eigentlich ziemlich jetzt inzwischen. Wir haben das Einzige, was wirklich noch sehr im Mangel bei uns ist, unser eigenes Inventar. Sowohl von der Größe als auch von den Updates, die wir haben. Brauchen dringend irgendwie Lebenserhaltung. Der Jetpack nochmal ein bisschen was. Irgendwas, was ein Stück weiter nach vorne bringt, als das, was wir jetzt haben. Oh, naja. Auf zu den Sternen. Das wüsste ich genau. Ah, wir gucken mal. Theoretisch können wir doch auch so jetzt dahin springen. Genau. Wird aber, bevor wir das machen, gerne dann ein grünes. Da ist ein grünes. Fünf Planeten. Da schaffen wir. Da Viridium zu finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sehr schön. So, ich gucke mir aber auch nochmal den nähesten Planeten gleich an. Ich gucke erstmal, wahrscheinlich gibt es auf allen Viridium. Ich bin mir noch nicht sicher, aber wir gucken mal. Mhm. Wir müssen Scanner warten. Natürlich. Okay, scheint es überall einfach zu geben. Ferividium können wir auch noch ein bisschen mitnehmen. Wir hatten ursprünglich 256 Ferividium. Ich habe aber ein bisschen umgeräumt und irgendwie sind 6 verschütt gegangen. Also wir sind jetzt noch 250. Was jetzt auch nicht die Welt ist, weil bisher das keiner haben wollte. Aber... Warte mal, dann ist das hier eigentlich ein... Ist das auch Säureregen? Ne, es war Hitze, ne? Ich glaube, hier ist Hitze. Bin gerade nicht sicher. So, wir wollen mal... Wie sieht Viridium denn aus? Stimmt auch groß zum Abbauen. Und vielleicht finden wir hier auch ein bisschen Technik. Obwohl Plutonium ist bei uns ja auch wirklich jetzt sehr knapp. Vielleicht sollten wir dann hier nicht landen. Vielleicht wirklich dann nur an einer Stelle, die uns soweit gut vorkommt, dass wir da auch an Viridium rankommen. Vielleicht auf diesen fliegenden Dingern. Das wäre schön bescheuert. Okay, vielleicht sollte ich das von weiter oben angucken, um das Viridium zu finden. Okay, wir sind nicht wirklich viel weiter oben durch den Berg. So diese Höhe. Oder auch nicht. Ja. Wir können natürlich auch zu einem anderen Planeten fliegen. Vielleicht einem, der sicherer ist. Weil ich gar nicht weiß, was hier abgeht. Okay. Der sieht nicht besser aus. Der sieht eigentlich ganz nett aus. Für Video. Ja, dann sollt ihr mal kommen. Das ist ein Mond. Ich dachte, oh ne, hä? Ne, das ist die Station. Ja, wenn man sagt, von wo? Da.
Jetzt will ich aber das Trophäum haben. Hieß es Trophäum? Okay, gehen wir mal dahin. Da, wo es alles gibt. Ist das schön mit so einem geschlossenen Inventar. Das heißt, wir haben eh fast alles abgedeckt durch Updates, aber... Upgrades, nicht Updates. Marco Tour 6 hier war. Klingt fast melodisch, der Name. Es könnte in einem Rammstein-Song gesungen werden. Hm, ja, okay. Ja, könnte. So. Oh, hier haben wir bestimmt Sicht auf irgendwas. Oh, hier können wir bestimmt auch eine Menge Plutonium und Tamium finden. Mir scheint es aber nicht zu geben. Nur wüsste, wie Viridium aussieht. Das tue ich nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht haben wir auch Pech und finden gar keins. Da scheint einer wieder dieser, ich nenne sie wieder Alpha-Planeten, zu sein, wo es einfach nichts gibt. Obwohl, hier gibt es Stations und so, ne? Das gab es auf den anderen überall nicht. Vielleicht soll ich einen Scanner aufstellen und nach Vorkommen suchen. War ja kein Platin dabei, ne? Warum Platin dafür? Ja, dann müssen wir wohl die herkömmliche Art nehmen, wie wir es hier jetzt schon machen. Rumfliegen und suchen. Oh, da gibt's Platin. Komm, also was, wir landen hier mal. Guck mal, da gibt's irgendwas. Was könnte hier Iridium? Aggressive Wächter. Die will doch keiner haben. Ach, ist Titan. Na gut, kann ich auch mitleben. Habe ich das Licht gerade ausgemacht? Oh. Können wir auch zerstören. Macht sich denn so eine Mühe hier rein weg? Oh Gott. Ja, okay, ich hätte den Kampf nicht mehr gewählt, wenn... Oh, bitte. Wenn wir so viele davon hatten jetzt. Naja. Aber es lief doch gar nicht schlecht. Ja, egal. So. Na, 10 Wächter? Ne, 8. Ne, 10. Nee. Die letzte ist... Das waren noch 4, oder? Wie viele haben wir? Haben wir zwischendurch noch einen fertig gemacht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, Schläger. Schläger. Damium. Unser Schiff ist da. Wir sind in die Richtung. Okay, rechts war das da. Genau. Nee, hä? Da. Ah, Gravitino Balls gibt's hier auch. Und das Platin. Gut, bevor ich denn so einen Scanner aufbaue, werde ich erstmal gucken, was das ist. Kann ja auch Iridium sein. Und wahrscheinlich scannt er auch das Ding und zeigt uns das Ding an. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal.
grün, die Dinger. Sehr, sehr grün. Stimmt, hier Rio. Ja, natürlich. Na gut. Was brauchen wir noch? Eisen. Haben wir kein Eisen dabei? Ah, haben wir da drin? Nee. Okay, wir haben ja hier. Hier haben wir Eisen. Oh, Antrium in... Naja, das ist fast die gleiche Farbe. Genau. Was? Was? Sturm? Hier? Wir könnten hier aber trotzdem ein Problem kriegen, weil ich kein... Kein, ja, pass auf, ich muss ja gerade überlegen, wer kein Plutonium ist, oder? Zink! Das können wir gebrauchen. Das leuchtet nur so wegen Wind, ne? Ja. Der Sturm ist ja langweilig. Ja, der war ja auch nie in Gefahr. Oder ist auch nie in Gefahr. Okay. Hä, hab ich blöd, wo ist denn das Schiff? Ach, genau in die andere Richtung. Na toll. Oh Gott, ich glaube, das war nur ein halber Zentimeter mehr und wir hätten dann gestorben. Okay, vielleicht sollten wir wieder den Planeten wechseln, weil ich Angst habe, dass wir hier nicht mehr starten können, weil wir hier kein Plutonium haben. Das ist garantiert in den Höhlen, aber ich möchte... Oh Gott. Ich möchte jetzt nicht darunter. Ich muss hier nie sein.